Aloha. Thank you very much. Aloha. Thank you. Aloha. Ich hab das sehr oft. Thank you very much. Wait. Ich hab keine Zeit. Wir gucken, wo dieser das Versteck ist. Versteck. Ja, Iko sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sagt man das so? Hey. Das ergibt keinen Sinn. Jack ist das neueste Mitglied. Ich habe gehört, dass er ein stinkreicher Daytrader ist, der sich seinen Rang in der Sushi-Liga erkauft hat. Ach, das war das Sushi-Dings. Das trifft er auf dich zu? Nee. Du bist da so klein wie ein Pilz. Mit dem Geld lässt der seltene mächtige Tsuchiman aus der ganzen Welt fangen. So ist er bei den fiesen Vier gelandet. Der Pilz im Wald, ja. Der Fliegenpilz. Das sieht schlecht für uns aus. Ich habe nicht das Zeug dazu, es mit so einem super krassen Tsuchiman aus Skandinavien oder so aufzunehmen. Yeah. Unsinn. Wenn Jack durch Geld zu seinen Tsuchiman gekommen ist, hat er niemals dieselbe Bindung zu ihm, wie wir in unsere Truppe. Stimmt, Sensei? Bindung? Ja klar, ganz recht. Bei Tsuchiman-Kämpfen kommt es immer auf die Freundschaft an und nicht auf Stärke und Können. Oh. Du bist der Fliegenpilz mit den weißen Stängel-Shirt und dem roten Haar. Ganz dünnes Eis. Hi. Zeigen wir diesen Typen, dass man sich den Sieg nicht einfach mit übermächtigen Tsuchiman erkaufen kann. Ich glaube, ich kann dir sagen, wie man den Namen richtig schreibt. Schrägstrich, Ban, Ikume, Hayashi. Gerne. Auf geht's, wir knüpfen uns Jacks vor, besiegen den Rest der fiesen Vier und dann fahren wir alle zusammen nach Tsuchiland. Ich hoffe, das mit Tsuchiland ist nur ein Witz. Sobald wir so weit sind, gehen wir rein. Oha. Ich probier's einfach mal. Ich dachte irgendwie, dass Jacks Fitnessstudio mehr wie ein Fitnessstudio aussehen würde. Yeah. Sehr an. Wen haben wir denn hier? Ach, die Musik dabei. Ich habe gerade wirklich Pokémon-Vibes. Soda. Durchaus, aber sprich mich doch bitte mit meinem vollen Titel an. Jack, CEO und Mitglied der fiesen Vier, aber das versteht sich ja von selbst. Dich kenne ich. Du gehörst zu Professor Morikasa. Hi! Ja, ich bekenne mich schuldig. Mein Name ist Yasu Sodachi und ich bin hier, um dich fertig zu machen, Jackie Boy. Nein, nicht du. Der andere. Oh.
Ja, ich bin Ichiban Kasuga und Morikasa hat mich darum gebeten, King zu erledigen und ein Tsuchimon-Meister zu werden. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber sei es drum. Um das zu schaffen, muss ich die fiesen vier erledigen. Wenn ich das richtig verstehe, stimmt es? Dann fordere ich dich hiermit heraus. In Ordnung? Mehr als in Ordnung. Leider habe ich immer alle Hände voll zu tun und kann nicht einfach gegen irgendwen antreten. Kommt schon, ihr beiden. Das sind zwei meiner geschätzten Untergebenen. Tritt gegen sie an und wir schauen mal, ob du es wert bist, gegen mich zu kämpfen. Männer, das ist Professor Morikasas neuester Zögling. Ihr wisst, was sie zu tun hat. Hi. Es ist meine Aufgabe, Mr. Jack das Leben zu erleichtern. Ein Trottel wie dich erledige ich mit links. Auf geht's. Okay. Warum kriege ich gerade Unterleibsschmerzen? Das ist wieder Zeit für Scheiß Blutungen? Ich will nicht. Ich jetzt die Pre-Bosse wie in den Pokémon-Arenen? Ja. Rote Welle. Ja. Weiß ich nicht. Eigentlich dürfte ich noch gar nicht so weit sein. Ich habe meine schon durch. Ich hab das gar nicht, was ein Glück. Sei zufrieden, ja. Die Musik dabei. Eine erbärmliche Leistung. Das ist der Grund, warum du es nie ganz nach oben schaffen wirst. Und wie immer liegt es an der Führungskräften, die Fehler des Pöbels auszubügeln. Ich zeige dir, wie ein echter CEO kämpft. Okay. Was Iko sagt, was Feli sagt, was Okane sagt. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Müsst ihr nicht eigentlich mal alle ins Bett gehen? Was ist denn da los? Erstmal den guten Nachtlied von Tante Liz. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Und jetzt geh ins Bett, Kaju. Wunderschön. Immer gerne. Nein, und IQ, mein letztes Angebot. Ich sag null.
Null? Ja. Einfach null. Du bist echt herzlos, ich weiß. Das ist eine Sängerin, hä? Ich verstehe das nicht. Wie habt ihr es geschafft, mich zu besiegen? Damit wären die beiden Handlanger von Jack erledigt. Jetzt kann ich den großen Macke herausfordern. Ich will, dass ich bei meiner Mucke in Zukunft mehr normales Gesinge ist und weniger Screamer. Ico hat keine Ahnung. Scream bitte weiter. Das muss schön aus der Seele raus. Yo. Mach dich in meinen Namen, der nicht so schnell war. Thema zum Melodie-Sängerin der Band Schützerli Schoki. Das ist so ein Fick, Alter. Okay. Ah ja. Ich halte mal mein Wort, außer bei meinen drei Ex-Frauen. Aber dass du meinen Untergebenen besiegt hast, löst so einen seltsamen Gefühl in mir aus. Vielleicht ist das Charme. Das liegt einzig und allein an unserem nutzlosen Tsuchimon. Hör auf, so rumzujammern, bevor ich euch und eure Tsuchimon als Treibstoff für mein neues privates Raumfahrzeug benutze. Jawohl. Ichiban Kazuga, nicht wahr? Lass uns das schnell zu Ende bringen. Wie du sicher weißt, habe ich eine beträchtliche Summe in meine Tsuchimon-Sammlung investiert. Du und deine Kumpanen glauben doch nicht ernsthaft, dass ihr mir das Wasser reichen könnt, oder? Seht ihr nicht, dass ihr in euer Verderben rennt? Ganz und gar nicht. Dieses Tsuchimon-Meisterwerk-Kram ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber wenn es darum geht, einem reichen Arschloch Respekt beizubringen, bin ich immer dabei. Leute wie du betrachten die ganze Welt als Anlagen für ihr Portfolio. Du wirst niemals verstehen, was Kameradschaft in einem echten Team bedeutet. Uhuhuhu, wie reizend. Woher wusstest du, dass ich einen Fetisch dafür habe, den Willen von Dreisten am Schluckern zu brechen? Die Tsuchi-Liga ist der Sport für Reiche. So viele Idioten, die es zu erniedrigen gibt. Du willst nicht wissen, was ich mache, wenn ich mir abends die Wiederholungen ansehe. Was? Ist ja ekelhaft. Das ist ja ein kranker Kink. Okay, hat 6 Stück. Tsuchimon Battle! So ein Sakko hin, der ist. Hier. Ich angefangen zu essen. Nani? Hose ist jetzt dran. Hm.
Ist schön hier hinten. Der hat keine Hose an. Das ist eine Lüge. Ist ein bisschen kalt. ナイス。これはとんでもない刺激が決まった。ここでファイターを入れ替える。行くぞ。たまらず。行くぞ。入った。 Das könnte knapp werden.強烈な一撃が炸裂。こいつで、たまらず。ここでファイターを入れ替える。両チーム。 Also, du bist doch viel zu Streamer, um eine Hose zu haben. Wollte ich dem Gesetz der Hosenlosigkeit? Nee. ここからどう勝負が動く。俺が正義だ。決まった。そこまで。よっしゃ。おめえら最高だったぜ。マネージャーカスが素晴らしい采配でした。Nur 50 Dollar gekriegt? Oha, das ist ja. Weißt du, macht hier einen auf reich und dann nur 50 Dollar? Ich hab Bodenlosigkeit verstanden. Ich habe dich als ebenbürtig gehalten. Tja, ich bin viel mächtiger. Ich hab eine Hose. Wir haben es geschafft, Kasuga-san. Leck mich doch, du Bonze, mit deinem schicken Toupet und deinem ach so vollen Konto. Das hier ist Amerika. Die Armen dürfen nicht gegen die Reichen aufbegehren. Ihr solltet mich anbeten. Ich ziehe es als Lehrstunde in Volkswirtschaftslehre an, du Prahlhans. Ich hatte mein eigenes Dojo, aber als der Immobilienpreis stieg, habe ich verkauft. Dann habe ich alles verprasst und den Rest einer Sekte gespendet. Und jetzt bin ich hier. Was? Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt vielleicht arm, aber ich war auch schon mal etwas weniger arm. Und daran wird deutlich, dass Kasuga-san, worauf wollte ich hinaus? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Wir Reiche machen uns ja auf dem Golfplatz und in unseren geheimen Untergrund-Todesarenen immer über euch Armschlucker lustig, aber ich wusste nicht, dass ihr so blöd seid. Schluss mit dem rumgeflänne Jack. Hm? Ja? Nein, King, Ace, Queen, sogar Joker, was? Gesundheit, was habt ihr hier zu suchen? Wir haben gehört, dass dich Morikasas neuer Zögerling herausgefordert hat. Da wollten wir natürlich alle zusammen anfeuern. Aber siehe da, du scheinst verloren zu haben. Wer hätte es gedacht? Du warst nie so gut genug für die fiesen Vier. Bald wird der Pöbel uns für schwach und schäbig wie dich halten. Wer sind die denn? Die restlichen fiesen Vier. Joker, Queen und Ace, die sind alle unheimlich stark. Unsinn, ich habe nicht verloren. Ich hab ihn nur unterschätzt, das ist alles. King, du glaubst doch an mich, oder? Ich bin zu wichtig für die Vier, um absolviert zu werden. Du hilfst mir doch bestimmt aus der Patsche. Yeah. Ich fürchte, das Komitee hat eine Entscheidung bereits gefällt. Sie haben keine Verwendung mehr für dich. Ihr Drecksäcke, das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin einer von euch, ich gehöre zur Elite. Tut mir leid, Jack, das Komitee wird niemals in Frage gestellt. Verdammte Scheiße. Du da, Trainer, wie heißt du? Ichiban Kasuga. Werde ich mir merken.
Kann ich ihn damit erdrosseln? Der sieht richtig scheiße damit aus. Du bist also dieser Kasuga, dessen Name in letzter Zeit überall die Runde macht. Ja, Tittchen, was willst du von mir? Du findest unser Studio am Strand, wir werden dich erwarten. Im Gegensatz zu diesem testosterongeschwängerten Tempel der Gier ist unser Tod schon ein heimliches Plätzchen. Was? Eine Lobpreisung der Frauen all ihrer Pracht. Hä? Was? Lass uns nicht zu lang warten. Ach Leute, kommt. Kommt jetzt. Oh mein Gott. Meine Tsuchimon muss ich direkt kastrieren erstmal. Ist das zu glauben? Wir sind die Gewinner. Einmal in eurem und meinem lächerlichen Leben sind wir Gewinner. Jack in so kurzer Zeit runterzuputzen, ist nicht ohne. Unser Team ist was ganz Besonderes. Naja, ich danke euch, Jungs. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ja, schon klar, vergiss bloß nicht, dass Queen angeblich um ein Vielfaches stärker als Jack sein soll. Wenn wir uns auf die leichte Schulter nehmen, gehen wir sang- und klanglos unter. Sei kein Spielverderber, Kuraki. Immer schön positiv bleiben, okay? Wenn wir verlieren, rappeln wir uns wieder auf und versuchen es einfach nochmal, oder, Sensei? Oh, Queen, ich würde so gerne zu ihr kriechen, wenn es sein muss. Dann könnte sie auch gleich besser auf mir herumtrampeln. Okay, alles klar. Sensei, hörst du überhaupt zu? Mhm. Was? Ja, ganz genau. Unsere freundschaftliche Bindung ist das, was zählt. Iko braucht Schläge, hau mal unterm Tisch. Bam! Wir sind geliefert. Queen mag uns eingeladen haben, aber die Regeln der Tsuchi-Liga besagen, dass wir erst einen gewissen Rang erreichen müssen, bevor wir sie herausfordern dürfen. Okay, du musst Rang 20 erreichen, bevor du Queen herausfordern kannst. Welchen Rang habe ich denn überhaupt? Arena der Unmoralischen. Du kannst jetzt von Tsuchigami PC Shop in Anaconda Shopping Center aus das Tsuchimon Stadion betreten. Im Stadion der Tsuchi-Liga gibt es 3 verschiedene Ligen. Challenge, Survival und Grand Liga. Du kannst jederzeit ins Stadion gehen, um die Skills deiner Tsuchimon auf die Probe zu stellen oder deine Stadionpunkte gegen verschiedene Preise einzutauschen. What the fuck? Okay. Manchmal vergesse ich, dass Sodachi selbst ein Tsuchimon ist. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ja, haben wir. Das war meine Lieblingstitte. Bitte was? Welche Titten? Tsuchimantik. Die Tsuchimantika ist ein exklusiver Job, mit dem Kasuga sogar seine Tsuchimon im Kampf beschwören kann. Okay. Ich habe einen neuen Job. Oha, wie frechlich. Ist nur die Wahrheit. Ist aber bei mir nicht anders. Nee, habe ich nicht. Hä? Tsuchimantik. Interessant. Ab wann kann ich denn das freischalten? Nein, Sini, nein. Ich wollte mich gerade zu ihr drehen. Okay, da rammt sie mir den Fuß gegen den Hügel. Was? Zu wem jetzt, Sammer? Du übertreibst doch hier wieder! Tittentreterin. Ich beiß auch in... Das haben wir in Deponia gelernt. Gegen Goal.
Dann spare ich mir den Satz von vorhin. Schütze ich und schick die Decke etwas besser. Tja. Suche ich mir jemand anderen? So, hier ist das Hotel. Ist jemand brutal. Immer. So, ich muss ja jetzt zum Survive, das ist da oben, dann können wir auf dem Weg vielleicht die Nebenaufgabe hier machen. Aroha. Fork over your cash. Das war wirklich eine Vernichtung? What the fuck? Oh, warte. Ja. Tsuchimon-Herde. Ach, das Mei, viel Spaß. Halt doch mal dein Maul. Tsuchimon entwickeln, Tsuchimon erwecken. Wo waren das nochmal mit dem Gacha? Ich hab doch nämlich ein paar Tickets. Wenn man den heute releasen würde, Holy Welt würde anbrennen. Oh ja. Oh ja. Ich mache alles außer irgendwie nach seiner Mutter suchen. Ja, die kann warten. Am 40 Jahre gewartet, den können wir jetzt auch noch warten. Was? Okay. Dafür esse ich jetzt einen Tuck-Keks. Das ist mir zu. Okay. じいさん、いきなりかき氷を頭からかぶって大丈夫なのか。おいおい、じいさん、いきなり頭からかき氷なんてかぶって何やってんだよ。そのまんまじゃ風邪ひくぞ。ああ、なんだあんた。わしは雪を降らせるために忙しいんだ。ほっといてくれ。 Ich bin den ganzen Spiel nicht, frage ich mich hier. Das ist gerade original. Aber ich mag alle Sorten.
Wobei ich diese Chili-Dinger am liebsten mag. Dieses Sweet Chili. Hat er gerade Schnee gesagt? Lass es schneien. Nein! Aloha! Aloha. Erdbeer, ich nehme Erdbeer. I knew it. Es gibt Sweet Chili? Ja, gibt es. Aloha. Thank you. So. Können wir das hier machen? Wir müssen hier hoch. Hallo. Ich finde diese Vernichtung voll cool. Werde ich jetzt nicht bei jedem Gegner machen können. Muss ich morgen beim Einkauf mal drauf achten. Das sind auch so... まあ、ホテル。おっ、で予約したり、乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは。あ、しみん、え、しれ。あ、バビ、しょ、ラゲンにしみん、げせいの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 。あ、バビ、
versteckt gehabt. Akle hat es auch geschrieben. Er hatte ich nicht gesehen, ich war nämlich in dem Menü gerade drin. Aha. Aha, what, okay. What? Ich habe von Annalene gehört, dass du mal rumläufst, Eis kaufst und dein Gesicht damit einschmierst oder was auch immer. Ich bin stolz auf das, was ich verkaufe. Also werde ich nicht zulassen, dass du dich mit deinen Pfoten an mein Eis vergreifst. Wenn du dich abkühlen musst, geh schwimmen. Oder wenn du uns verklagen willst, dann gib lieber gleich auf. Was redest du da für Blödsinn? Pfoten? Mir ist diese Sache ernst. Der Alte hat es echt geschafft, in allen Shave-Eisboden hier Hausverbot zu bekommen. Kommt jetzt nicht überraschend. Ich frage mich schon, was er eigentlich vorhat. Oh. Hm? Oh, du schon wieder. Willst du mich auslachen, weil ich jetzt kein Eis mehr in der Luft werfen kann wie ein Verrückter? Das würde ich nie tun. Ich bin nur neugierig, was du damit erreichen wolltest. Du scheinst das ziemlich ernst zu meinen. Simulaments ist aber viel genauer. Natürlich so 2 Jahre, 2. August. Okay. Wow, what a okay. Bald 3 Jahre und 2 Jahre in Folge der erste Platz. Geil. Wir müssen jetzt mal darüber reden, warum Gronkh mir nicht folgt. Also, da mache ich jetzt erstmal die Abo bei ihm. Das sehe ich nicht. Du hast erwähnt, dass du das Eis im Schnee verwandeln willst, richtig? Ist nicht so, dass ich einfach nur Lust auf Eis habe. Es ist meine Frau. Ich will ihr frisch gefallenen Schnee zeigen. Oh. Auf Hawaii? Vielleicht hättet ihr lieber einen Ausflug nach Alaska oder so machen sollen. Glaubst du, die Idee wäre mir nicht selbst gekommen? Meine Frau ist krank. Sie kommt kaum noch aus dem Bett. Es könnte jeden Moment vorbei sein, deswegen wollte ich von ihr wissen, ob ich hier irgendeinen Wunsch erfüllen kann. Meistens, wenn wir uns unterhalten, ist sie gar nicht ganz bei Bewusstsein, aber ich habe genau gehört, wie sie "Ich will zusammen mit dir noch einmal Schnee sehen" gesagt hat. Wir haben viele schöne Erinnerungen, die mit Schnee zusammenhängen. Unsere Flitterwochen haben wir in Japan verbracht. Dort haben wir beide zum allerersten Mal Schnee gesehen. Wir hatten beide das Gefühl, in eine andere Welt zu sein. Ich habe ihr versprochen, dass wir eines Tages nochmal dahin schaffen, aber wie das Leben so spielt, ist es schwer, sich für sowas wie Schnee freizunehmen. Ich habe nie viel Geld verdient, darum habe ich immer doppelt so hart gearbeitet, um meine Frau etwas bieten zu können. Ich weiß nicht, ob sie damit glücklich war. Und jetzt ist es zu spät, sie zu fragen. Ich weiß nur, dass sie immer für mich da war, ohne sich jemals zu beschweren. Komisch, dass wir wirklich erkannt haben, wie krank sie war, nachdem ich in den Ruhestand gegangen war und wieder Zeit hatte, Pläne für uns beide zu schmieden. Die frühen Warnsignale haben wir übersehen und dann war es schon zu spät. Das tut mir wirklich leid. Sie hat mir immer alles, gegeben, was sie zu geben hatte, und ich kann ihr nicht mal diese kleine Sache ermöglichen. Wenn ich nur daran denke, dass ich mir erst, dass ich mich so sehr gefreut habe, als sie sagte, dass sie nochmal Schnee sehen will, ich dachte, ich könnte sie ganz leicht glücklich machen. Könnte auch sein, dass sie gar nicht mehr in der Lage ist, das überhaupt wahrzunehmen, aber vielleicht will ich auch nur das Gefühl haben, irgendwas für sie getan zu haben. Erstmal einen Clip machen für SCG, damit Erik in einer Reaction hier folgen. Ich hatte schon überlegt, ob ich Schnee aus einem anderen Land auf dem Luftweg herbringen lassen könnte, aber dafür ist keine Zeit mehr. Und da ist die Idee mit dem Shave-Eis gekommen. Wolltest du gucken, ob Schnee herunterrieseln kann? Ich verstehe dich. An deiner Stelle hätte ich vielleicht auch sowas Verrücktes probiert. Aber bei der Hitze wirst du niemals genug zusammenbekommen, ohne dass es schmilzt. Und jetzt kann ich nicht mal mehr welches kaufen. Was mache ich denn jetzt nur? So darf das doch nicht enden, oder? Nein, das darf es nicht. Danke, dass du mir deine Geschichte erzählt hast, aber ich kann dich damit auf keinen Fall einfach so allein lassen. Ich helfe dir dabei. Lass mich mal überlegen. Geh du lieber nach Hause und verbring die Zeit mit deiner Frau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Es gibt nicht viele, die sich so um einen alten Mann kümmern würden, der sich selbst mit Eis vollschüttet. Ja. Ich heiße Orlando. Und du? Ichiban Kasuga. Ich komme zufällig sogar aus Japan. Hm? Gibt's ja nicht. Japan, hm? Hey, ihr unterhaltet euch gerade. Ich komme zufällig aus Japan. Er kann nur Japanisch, hä? Okay. Er muss wohl Schicksal sein. Jetzt auf die Schnelle habe ich leider keine gute Idee parat. Gib mir ein wenig Zeit, wenn das geht. In Ordnung. Ich bin sehr froh darüber zu wissen, dass mir jemand helfen will, der aus dem Land kommt, das meine Frau und mir so viel bedeutet hat.
Gern doch. Ich melde mich, wenn mir was eingefallen ist. Bis bald. Okay. Wir wissen aber gar nicht, wo er wohnt. Irgendwo, ne? Hallo, Brandbart. Ja, Schnee. Da müssen wir Dark fragen. Der hat doch mal Schnee. Er wohnt gleich da. Ah ja. I see. Wo ist denn jetzt so ein Automat? Verdammt. Ja,